Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cyberpunk 2077. So, wir müssen uns jetzt mit Panam treffen, denn sie hat, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, hat sie mich angerufen und gesagt, hier bla bla bla, ich brauche Hilfe, weil Saul entführt worden ist. Und deswegen sollen wir mal zu Panam und machen mal, weil wir ja die letzten Folgen schon mit Panam viel zu tun hatten, einfach mal da weiter, ist ja nicht so wild eigentlich, ne? Gucken, ob hier noch ein bisschen was rumliegt. Wir gehen mal zu ihr hin. Gut, dass du hier bist. Wusste nicht, dass du dich mit den Aldecaldos vertragen hast. Doch, ich werde. Gehen mir nach wie vor manchmal extrem auf die Titten. Kreuzkümmel und Chili. Aber, weißt ja. Familie? Genau. Du sagst es. Was ist los? Sag schon. Die Wraiths haben Saw. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Wraiths waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben, darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saul befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich war auch mal Teil einer Nomadenfamilie. In der Stadt zu leben, ändert daran nichts. So ist es wohl. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Und obendrauf der Dank der Aldecaldos. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Wie sie arschgeil gesagt hat. Sehr eludisch. Ich red nicht mehr. Panam und wie? Was ist denn da los? Das weißt du nicht. Was soll los sein? Lässt dich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Wegen Saul wahrscheinlich. Ignorier das. Ja, ja, sowieso. Hey, Panam. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Ist einfach so, oder? Wie sie einfach gar nichts machen wollen mit ihren, wegen ihren Anführer, ne? Wo steckt Mitch? Er sollte mich hier treffen. Er müsste gleich hier sein. Du hast nichts von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich gucke einfach noch ein bisschen. So, lehn dich ans Auto. Ja, wow. Was für eine Quest. Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager, ich deck dich. Moment, heißt das, nur wir zwei gehen rein? Und was ist mit euch? Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Wer weiß, ob wir uns da... Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Warum nicht? Mitch ist da. Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen? Oder lieber noch weiter rumnörgeln? Wie willst du erstmal mit Hallo? Oder wie geht's dir? Mitch, wie geht's dir? Gut, wenn man alle Probleme mit Panzerband lösen könnte. Aber du solltest dir um Saul Gedanken machen. Nicht um mich. Ihr solltet euch um ihn Gedanken machen, nicht ich. Dann sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Die haben sich in einer Zementfabrik breit gemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Wenn er noch da ist. Wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht, aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Okay.
Siehst du die Spuren? Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Mhm. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Ja, genau. Das war der Kran. Ich wollte den Laster scannen. Da drin haben sie bestimmt Saul festgehalten. Der fliegt hier so rein. Gebäude, da. Da müsste Saul drin sein. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Den Kontrollraum finden, okay. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Alles klar. Okay, damit können wir arbeiten. Alles klar soweit? Fassen wir alles nochmal zusammen. Ach, na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich gebe dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Die sind viele, wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Du holst Zoll da raus und dann hauen wir so schnell wie möglich ab. Ist jetzt alles klar? Na gut. Ja, holen wir Zoll da raus. Perfekt. Mitch, ist der Van bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Das ist der Van. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Wie viel Kohle habe ich momentan eigentlich? 9000, das ist nicht viel, Scheiße. Anerkennung, Kopfsache, anfängliche Symptome. Was noch? Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis, sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Das hoffe ich. Wird ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. B, fährst du mit mir mit? Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Das ist mein Spruch. Na gut. Oh, Alter, fällt das ist schwergängig. Oh, cool. Wir haben sogar ein Radio. Nur mach mal an. Guck dich aus, wenn du willst. Oder auch nicht. Gut, da hinten eine Straße, ne? Ich hoffe. Auf geht's. Hi. Okay, dann fahren wir mal da hin und befreien wir Saul. Wir sollen also ein bisschen sneaky bleiben diesmal. Ich denke, das wird nicht so einfach sein. Weil die können einen immer echt gut sehen und so. Also decken einen immer sehr schnell auf. Egal, wo du stehst. Teilweise.
Ich bin gespannt. Ich fasse es nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann ein Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar, aber... Vielleicht ist das Ganze auch eine Falle, ne? Dass sie ihn gar nicht haben, dass sie es nur so wirken lassen, als hätten sie ihn. Oder Saul steckt mit denen unter einer Decke. Siehst du das? Was denn? Das ist ein richtig fetter Sturm! Sieht übel aus. Der sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. What the fuck? Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich still und leise ins Lager. Falls es doch laut wird, deck. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. Dass der Sturm kommt, weißt du? Ist da noch irgendjemand? Also kann ich auf ihn schießen? Laden geht wahrscheinlich jetzt nicht. Doch, speichern wir nicht. Nicht laden. Sehr geil. Die ist längst nicht mehr so stark, wie sie mal war, ne? Ah, schießen schon zu viel auf mich. Ich lade nochmal neu. Das ist behindert. Was ist das gewesen? Nee, ich habe gespeichert und es hat nicht gespeichert. Geil, danke, Spiel. Das ist von 17.38 Uhr. Wir haben 18.07 Uhr. Nee, 18.07 Uhr. Hä, warum 17.07 Uhr? Achso, das ist wahrscheinlich die Ingame-Zeit. Ja, dann ist das das Richtige. Kriege. Ohne entdeckt zu werden, meine ich. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Oh oh. Nein, doch nicht. Ey, jetzt packe ich hier fest. Willst du dich verarschen? Hallo?
Jetzt darf ich nochmal laden. Nein, nicht speichern. Ich will laden. Danke, Spiel. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Ihnen gesagt, wo ich rein soll. Ich glaube, ich versuche mal hier hinten reinzukommen, oder? Das heißt, ich bin immer noch ein bisschen schlauer. Ich versuche darüber zu hüpfen. Das dauert zu lange. Achso. Der guckt doch genau zu uns hin, ne? Das ist nicht gut. Okay, das Hauptgebäude ist in deiner Nähe. Dort müssten sie Sol festhalten. Ich habe erstmal andere Probleme. Ich muss den leider beseitigen. Der guckt schon wieder direkt zu mir hin. Da ist noch einer. Guckt in die andere Richtung. Scheiße, bleib in Deckung! Ja, zur Not. Mit die Wasser ohne Brot. Was? Was war das gerade? Vorsicht, da ist ein Scharfschütze im Turm. Okay, Hauptgebäude. Halt die Augen offen.
Saul muss irgendwo da drin sein. Ich fühle das. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras dir. E9 gibt's nicht. 50, E9. Das ist nicht der Kontrollraum eigentlich. Ich habe Saul gefunden, glaube ich, im Keller. Wie geht's ihm? Schwer zu sagen. Zu dunkel. Okay, geh runter und hol ihn. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig. Kameras müssen jetzt aus sein. F5 hat sogar gerade funktioniert. Das muss da lang irgendwie. Okay. Versuchen wir es mal. Soul da rauszuholen. Ich bin davon. Ja. Du verschwendest nur deine Zeit. Das ist das, was ich meine. War nicht mal jemand in der Nähe, plötzlich wissen alle, dass ich hier bin. Okay. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er? Tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. So. Bist du von den Ratten gefressen werden?
Moment, das machen wir gleich. Deine Zigarre? Hab euch Scheißern doch gesagt. Eine Zigarre, eisgekühlter Fusel und ein paar Ladies, die mir Gesellschaft leisten. Bringt sie mir. Oder leckt mich am Arsch. Was ich geil finde, ich habe die Kameras ausgeschaltet und man sieht in, auf der Minimap, dass nur eine Kamera an ist. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Hm? Panam? Aber sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du, ich kenne dich. Der Söldner. Ich reiß mir deine Blickwarte ab und stopp dir dein Schwein raus. Und jetzt? Kannst du gehen? Fuck! Ich glaube, mein Rücken ist im Arsch. Familie wartet. Und, wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Scheint in Ordnung zu sein. Er wollte eine Zigarre und Gesellschaft. Klingt ganz nach Saul. Und jetzt verschwindet von dort. Auf dem Weg nach draußen. Ich werf den Motor an. Bin gleich bei euch. Bist an den Wachposten vorbei. Aha. Und wenn wir zu zweit genauso leise sind, kommen wir hier raus, ohne eine Kugel abzufeuern. Genau. Vom Keller sollte ein Ausgang nach draußen führen. Ich bin im Keller. Wo ist der Ausgang? Ich kann das nicht aufmachen. Ich soll den Ausgang benutzen. Ich kann den nicht aufmachen. Wenn man drei Tech fehlt. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Warum denn so scheitern? Da habe ich nichts. Ich glaube, ich muss mich durchkämpfen. Bist du fünf oder was? Komm raus! Schade. Schade, schade. Dass man sowas nicht umgehen kann, ey. Warum denn so schüchtern? Wir müssen leider ein bisschen kämpfen jetzt. Der gehört mir! Den wirst du noch bereuen! Ich hab's ja versucht. Aber da. Ist noch besser ein Ausgang eigentlich? Was haben wir hier Schönes? Eine Brille. Komm schon raus! Kann ich auch bestimmt noch alles durchsuchen hier. Du hast es so gewollt!
Schade, schade, ich hab's eigentlich geschafft. Die Kavallerie galoppiert, nimm das! Die ganze Zeit, das wäre sein Dings gewesen. Meine Ausdauer wäre sein Leben gewesen. Ich treffe ihn eigentlich, aber ich treffe ihn noch nicht. Okay, der ist sterblich. Auch nicht schlecht. So ein Bullshit, Alter. So ein Bullshit, sag ich dir. Komm schon. Kein Grund, Angst zu haben. Halt die Fresse. Ich kann den Ausgang nicht benutzen, weil ich angeblich nicht genug Tech habe. Mann, warum lebst du dir auch noch? Also, du kannst es auch nehmen, wenn du willst. Nein, ist halt nicht. Bist du 5 oder was? Komm raus. Jetzt bin ich extra alles mit hier. Du hast es so gewollt. So, das war er. Ja. Einige Sachen gefunden. Sind die besser? Nope.
sieht affig aus, hat aber mehr Rüstung. Street Cred, oh ne, ne, Mindestlevel. Okay. Mehr als vorher. Alter. Kann ich nicht mal rausgehen, was ist das? Ja, der war da so ein Scheiß. Ich muss nachladen! Der weiß ganz genau, wann ich ziele, weißt du? Du hast einen Weg. Ich muss nicht. Da. Machen wir es halt so. Junge, wir geben so eines durch. Einen Fehler. Schon wieder. Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin. Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Den Blutgeruch? Was? Uns sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Okay. Um dich kümmere ich mich persönlich. Wir müssen sie loswerden. Kann man den Motor auch zerficken? Leck mich, Saul! Mehr kriege ich aus der Mühle nicht raus! Schüttel die Wichser ab! Mach dich bereit! Hey, der hat schon geschossen. Alle Kaldos! Ja.
Steine fressen. Wir sind getroffen! Der kann ich nicht aufholen! Solltet ihr aufhalten! Wunderbar! Ich brauch besser Sicht! Wir haben sie! Alter. Nicht übel, Kleine. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Ich... danke. Alter Schwede. So, wollen wir es jetzt anschweigen, oder? Ihr dürft ruhig was erzählen. Ich bin sehr aus der Puste. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus. Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Okay. Rein! Schnell! Ich muss mal durchatmen. Alles klar. Ich bin jetzt mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, dann, Schubio.